So, da sind wir wieder zurück bei Minecraft Sky Factory und okay, es leckt doch nicht. Ihr seht, ich habe jetzt weitere Festplatten hergestellt. Hier unten müssten Fluid Storage drin sein, der Rest sind hier 16K und 64K Festplatten. Warum? Ihr seht hier, es läuft durch, hier haben wir 60.000 Gold Ore Piece drin, die, ja, es läuft einfach so. Wie ihr sicherlich auch hier seht, ich habe von Botania was offen, und zwar das Floral Fertilizer. Das haben wir jetzt hier drin. Aus einem einfachen Grund, denn damit kann ich Botania Pflanzen holen. Ihr seht auch hier das Floral Pink Flower. Davon hatte ich mehr als genug. Das konnte ich dann schön herstellen. So, wir holen uns jetzt erstmal ein paar Botania Pflanzen. Das ist nämlich wichtig, die braucht man. Warum leckt der Server so? Da ist doch schon wieder irgendwas nicht ganz in Ordnung. Ich kriege auch gerade keine Hitbox von den Pflanzen. Och, was ist schon wieder bei CO2 drüben los? Das ist nicht gut, wenn das so kommt. Das tut mir jetzt leid. Oder auch nicht. Mal schauen. Auf jeden Fall weiß ich nur eins. Wir haben jetzt für den Anfang erstmal genug Pflanzen gesammelt. Und es leckt. Es leckt. Ja, ihr habt gesehen, es leckt. Ja, jetzt geht's auf einmal. Keine Ahnung warum. Ja gut, wir wollten Botania. Botania. Wo ist das Botania-Buch? Da haben wir's. Es leckt halt immer noch. Ich weiß einfach nicht warum. Wir haben noch hier so ein Regenwetter-Clear-Dingsbums. Eigentlich wollte ich das nicht mehr aufbauen, wegen... Was ist denn das? Hallo? Okay. Ja, irgendwas spinnt hier auf jeden Fall schon wieder rum. Das ist... Keine Ahnung. Also, ich bin gerade echt überfragt. Ich werde den Server wohl irgendwann mal neu starten müssen. Wir wollten aber diesen Regendeflektor... Hast du mir jetzt... Oh, Scheiße. Warum habe ich denn noch einen Kuchen? Und warum sind da... Lol, was ist denn hier los? Naja, egal. Mit was müssen wir anfangen? Pflanzenhammer. Wir brauchen den ersten Gegenstand. Stopp, das wissen wir doch. Das wäre dieses komische Steingedingensbummens. Wo ist der? Dieser Altar oder was das auch immer ist. Muss ich drücken, alles klar. Aber das ist nur bei manchen Sachen, das nervt. Wo ist dieser Altar? Da ist er. Also einmal das. Ach, weil ich das Buch in der Hand habe, deswegen. Nee, oh, leckt mich doch fett. Was habe ich denn hier gemacht?
Das ist halt immer noch. Leck mich doch fett. Wo haben wir den denn jetzt schon wieder? Da. Da haben wir ihn. Hier gibt es keine Mitte, also kommt der dahin. Wir müssten hier vielleicht auch nochmal einen Zugang bauen. So, da ist er. Dann als nächstes brauchen wir das da schon? Nee. Das da? Nee. Brauchen wir denn als nächstes? Ja, damit mache ich ja die diversen Sachen. Genau, hier diese diese weiße Blume, die das Holz verändert. Die pure Daisy. Brauche ich 4 weiße Sachen dazu. Also hier, ihr wisst schon. Ich brauche einen Eimer. Ein Bucket. Und ich brauche Wasser. Und ich kriege noch genau so viel raus. Das ist schön. Und ein Seed. Ein Seed haben wir da. Hallo? Oh, das leckt. Warum leckt das so? So, hier haben wir jetzt die Pflanze. Die setzen wir da hin. Und daraus können wir jetzt bestimmtes Holz und Stein herstellen. Dazu brauchen wir Holz und Stein. Einmal das da. Und einmal das da. Wir werden die aber nochmal herstellen. Sicher ist sicher. Dann kann man immer mehr davon machen. Ey, ganz ehrlich. Ich krieg hier gerade die Krise mit den Lecks. Ich will wissen, was hier los ist. Ich habe volle 60 FPS. Hier ist wieder irgendwas im Gange. So. Und dann werde ich euch gleich mal zeigen, wie das funktioniert. So, jetzt müssen wir ganz kurz warten. Und dann müsste sich das Holz und der Kabel dann natürlich auch schon verändern. Denn hier sieht man es, da wandern die Partikel nach oben. Hier allerdings nicht, warum auch immer. Macht man doch mit Cobblestone, oder? Ach nee, mit normalem Stein, okay. Also gebrannten. Komm, veränderst du dich? Sieht man das noch so? Nee. Dann müssen wir kurz abwarten. Lol. Ihr habt das jetzt auch mitgekriegt. Es hat gerade geleckt. Ja. Ihr habt gesehen, dass auf jeden Fall was passiert. Das Problem ist aber, ich komme nicht mal ins Bubbles-Menü rein. Da war das Bubbles-Menü. Ich werde das nach der Folge mal nachprüfen. Irgendwas haut da schon wieder nicht ganz hin. Zumal das Holz sich hier nicht mal verändert. Und ich glaube nicht, dass das bei mir an der Mob-Farm liegt. Ist halt immer noch Oakwood. Yeah. Jetzt hat sich's auf einmal verändert. Sehr schön. So. Dann warten wir einfach nochmal ab. Und ich gehe dem Ganzen dann mal auf der Spur, warum das so shit ist. Weil das kann nicht sein. Also, ich bin gerade allein auf dem Server. Weil Melvin, keine Ahnung, ob der überhaupt nochmal wiederkommt.
Er sagt's zwar ab und zu, dass er wiederkommt, aber ja. Ob das dann auch stimmt, ist die andere Frage, weil bis jetzt war jetzt seit mehreren Tagen nicht mehr da. Aber ich zwinge niemanden hier drauf zu kommen, dann mache ich das Projekt komplett alleine. So, und jetzt müssen wir halt warten, bis das hier fällt. Jetzt gehe ich zu denen dort rüber. Also wenn das jetzt gleich wieder anfängt zu lecken, dann wissen wir Bescheid, dann ist dort wieder irgendwas. Nee. Nee, hier läuft halt alles ganz normal. Was ist hier los? Warum leckt das so? Und was ist das? Feueressenz. Also beim letzten Mal bin ich ja hierher gekommen und es hat. Da war der Server weg. Ja. Timeout. Der Eik LP ist aber noch drauf. Merkwürdig. Da haut doch was nicht hin. Also, ich habe mir die Folge eigentlich anders vorgestellt. Ich war jetzt bestimmt ins Void, wenn er mich überhaupt drauf lässt, weil normalerweise bin ich ja noch drauf. Ja, komm, lässt du mich drauf oder nicht? Anscheinend nicht. Anscheinend lässt er mich nicht mehr drauf. Dann werde ich die Folge wohl hier beenden müssen und erst einmal den Server neu starten, denn das kann ja nicht sein. Ich werde jetzt auch gleich dem Ganzen mal auf den Grund gehen. Und ja, der lässt mich nicht mehr drauf. Gut, ich werde jetzt die Konsole öffnen, den Server restarten, dem Ganzen mal auf den Grund gehen und in der nächsten Folge kann ich euch dann Näheres erzählen. Also, ja, bis dahin. Tschüss. Tschü.